Hallo und herzlich willkommen zu einem interessanten Videotraining heute zum Thema Microsoft Office Word 2010 und die Verwendung von Blindtexte. Mein Name ist Norbert Schumann von psdtutorials.de und ich möchte euch gern zeigen, wie ihr Blindtexte in Microsoft Office Word 2010 erstellen könnt und auch kurz erklären, warum man Blindtexte überhaupt benötigt. Blindtexte sind im Grunde also ein Ersatz für nicht vorhandenen Text, kann man immer so schön sagen. Das bedeutet also, ich habe ein Dokument zu erstellen und dieses Dokument braucht zum Beispiel einen Textbereich oder einen Textrahmen und ich muss im Grunde also hier einen Text einfügen, der mir aber im Grunde noch nicht zur Verfügung steht und deswegen brauche ich einen Blindtext. Und diesen Blindtext, den kann man sich natürlich importieren aus dem Internet oder mit Hilfe von anderen Werkzeugen, aber es geht natürlich auch in Word selbst. Die einfachste Formel dafür ist, die Formel ist gleich Rand, Klammer auf, Klammer zu. Dann wird im Grunde also hier ein Blindtext erstellt in der Landessprache mit drei Absätzen und drei Sätzen jeweils in etwa. Und das kann man dann sich hier so anschauen. Das sind also diese drei Absätze. Und in jedem dieser Absätze sind in etwa drei Sätze enthalten. Diese Texte enthalten im Grunde also hier wiederum auch, ja, Sprachzeichen. Wenn wir jetzt einfach mal in deutsche Sprache umstellen, damit hier das Dokument im Grunde hier auch nicht so doll beansprucht wird. Jetzt wird also die Rechtschreibprüfung durchgeführt. In Deutsch wollen wir das jetzt umstellen, Sprache wird automatisch umgestellt, dann haben wir also hier unseren Blindtext zunächst einmal erkannt. Dasselbe soll eigentlich auch funktionieren in anderen Sprachen, das heißt in der voreingestellten Sprache. Wenn ich jetzt natürlich hier die Sprache von Deutsch auf Englisch umstelle in der Rechtschreibüberprüfung, dann wird also auch hier dieser Text trotzdem in Deutsch stattfinden. Wahrscheinlich muss ich wirklich über die Optionen gehen und dort diesen Text umstellen. Damit ich das also jetzt hier auch mal in Englisch demonstrieren kann, werde ich jetzt über die Option natürlich auch die Sprache ändern. Das habe ich hier gerade schon getan im Hintergrund. Das Problem ist, ich muss jetzt mal Office kurz beenden und wiederum anwerfen, damit also diese Format oder Änderung der Spracheinstellung hier greift. Werde ich jetzt also hier mal kurz Office schließen. Wir brauchen das Ganze jetzt nicht speichern. Hier werden wir das Ganze auch schließen, auch nicht speichern. Und werden jetzt Office erneut starten. Nehmen wir also hier wiederum unser Office-Dokument, das können wir jetzt hier anlegen und werden das Ganze noch einmal in unser Videofenster schnell reinziehen, damit wir also alles auch wirklich im Blick haben. So. Und wir sehen, das Office-Fenster ist im Grunde also schon mal aus unserem Aufnahmefenster heraus. Es ist tatsächlich neu gestartet, das Programm mit anderen Einstellungen. Daran kann ich das also schon einmal festlegen. Neu leeres Dokument erstellen, werden wir also jetzt noch einmal dieselbe Geschichte probieren, den Blindtext zu erstellen. Jetzt habe ich natürlich die Sprache des Dokumentes geändert und möchte mal schauen, ob jetzt tatsächlich ein englischer Platzhaltertext erscheint. Dann werde ich also das ist gleich Rand benutzen, Klammer auf, Klammer zu und drücke mal Enter. Und Tatsache, es passiert im Grunde genau dasselbe, nämlich in deutscher Sprache. Es sollte im Grunde funktionieren, wenn ich also diese Sprache in den Optionen umstelle, nämlich in Englisch zum Beispiel, sollte das Ganze funktionieren. Tut es aber an der Stelle zunächst einmal nicht. Ist aber auch nicht weiter dramatisch, können wir also auch durchaus mit einem deutschen Text leben. Jetzt ist vielleicht dieser Absatz entweder zu lang oder sogar zu kurz. Das kann natürlich auch passieren. Und ich möchte diesen Absatz ein wenig verlängern. Das heißt also diesen Blindtext verlängern. Und ich kann natürlich das beeinflussen. Ich gebe jetzt zum Beispiel den Rand ein, auch wieder als Kurzformel. Mache jetzt mal die Klammer auf und gebe zum Beispiel 2,4 ein, Klammer zu. Und das bedeutet zunächst einmal, dass wir jetzt zwei Absätze erhalten und vier Sätze. Wir können das Ganze natürlich auch ausdehnen. Nehmen wir mal 5 und 5, dann haben wir fünf Absätze mit fünf Sätzen drin. So, und bestätige das Ganze jetzt. Nach unserem Befinden sind jetzt also deutlich mehr Textstellen hier im Dokument. Wir erinnern uns, 1, 2, 3, das war der erste Text, den kann ich hier auch schon einmal löschen. Und der Rest ist tatsächlich hier 1, 2, 3, 4, 5 Absätze. Und diese 5 Absätze, die sind natürlich jetzt hier an der Stelle mein Blindtext. Ich kann, wenn ich den mag, anstatt des deutschen Textes, und früher stand ja immer nur da, dass der Franz irgendjemanden jagt, und wer also Nostalgie-Liebhaber ist, der kann das auch realisieren, der kann natürlich sich auch diesen Text hier hervorholen. Da funktioniert das im Grunde genauso. Da geben wir also mal ein, ist gleich Rand Punkt old. Das ist jetzt der Unterschied. Klammer auf. Nehmen wir mal 2,2
2. So, und erhalten jetzt gleich, wenn ich die Enter-Taste drücke, den Franz jagt den Taxi oder mit dem Taxi quer durch Bayern. Da sind im Grunde also nach der alten Regel auch noch die alten Satzzeichen hier enthalten. Das kennt man aus der Schriftartenforschung von vielen Schriftartenprogrammen, die im Grunde also die Schriftarten demonstrieren, damit man auch alle Buchstaben im Grunde, die in einem Alphabet vorhanden sind, wunderbar beurteilen kann. Das ist also auch möglich. Schon merken, dass also dieser Rand ist gleich und dann natürlich Klammer auf, Klammer zu, erzeugt den Blindtext. Rand.old, Klammer auf, Klammer zu, erzeugt den Blindtext im alten Stil. Und es gibt die Möglichkeit, wer natürlich das Lorem Ipsum lieber hat, der kann natürlich auch die lateinische Sprache bemühen. Dann heißt es eben nicht Rand, sondern ist gleich. Und dann geht es weiter mit Lorem, Klammer auf, 2,4 beispielsweise, also zwei Absätze, A4 Zeilen oder vier Sätze und kann jetzt also im Grunde das Lorem Ipsum Blindtextformat hier auch wiederum auswählen und hat damit im Grunde also auch diese Variante zunächst einmal zur Verfügung, um Blindtext zu erstellen. Der Blindtext lässt sich genauso formatieren wie jeder andere Text. Es ist halt nur eine schnelle Möglichkeit, hier durchaus einen Textplatzhalter zu erzeugen und mit diesem kann man im Grunde also die leeren Bereiche, die aufgefüllt werden sollen, auch mit Text befüllen. Ich wünsche dann viel Spaß beim Ausprobieren und ja, bis dann, füllt eure Texte schön fleißig.